Moin Leute, ich bin noch ganz schön groggy. Gestern war die große Abendveranstaltung hier vom Werkstattforum Mr. ATZ. Geehrt wurden unter anderem die Werkstätten, die zum 10. oder 15. Mal das Gütesiegel Werkstatt des Vertrauens bekommen haben. Dabei gab es nicht nur Häppchen und Sekt, sondern natürlich auch wieder viele interessante Gespräche und regen Austausch. Social Media und Co. Wie sehen Sie die Zukunft da? Ist das wichtig für die Freie Werkstatt? Ja, das ist sehr wichtig. Wir arbeiten ja intensiv mit Mr. ATZ zusammen, machen die Online-Sachen mit denen. Also wir sind sehr zufrieden damit und geht auch nicht mehr ohne. Also Social Media betreiben wir schon relativ aktiv mit der Firma ATZ. Ja. Die Resonanz ist auch sehr stark danach und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man in dem Bereich aktiv ist. Was denken Sie denn, wofür die drei Buchstaben PIC stehen? Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Entweder Pferde im Cockpit oder Produktinformationscenter. Ich nehme Zweiteres. Pferde im Cockpit oder? Ja, Pferde im Cockpit glaube ich nicht. Nein. Eine kleine Frage. Kennen Sie unser Pick? Ja. Ja. Und wissen Sie auch, wofür die drei Buchstaben stehen? Produktinformationscenter. Perfekt. Hallo, Herr Kaufold. Hi. Gerade mit den Online-Angeboten von Mr. ATZ erreichen Sie im Moment den Nerv der Zeit. Wie ist da die weitere Ausrichtung? Was ist geplant? Ja, erstmal tatsächlich die Aufträge abarbeiten, das ist eine Herausforderung. Wir suchen an allen Ecken und Enden Personal, weil das müssen ganz bestimmte Leute sein. Mhm. Aber das Produkt an sich wird natürlich ständig weiterentwickelt. Es vergeht keine Woche, wo sich der Datenschutz nicht ändert, wo sich die technischen Updates nicht ändern. Und da steckt noch unglaublich viel Potenzial im Bereich Mitarbeiter drin. Im Moment heißt es ja Online-Kundenturbo und genau dafür ist es auch gemacht. Aber es entwickelt sich immer mehr zu Online-Mitarbeiter-Turbo, weil das von unseren Partnern halt fast täglich angefragt wird. Okay. Was müssen denn freie Werkstätten Ihrer Meinung nach tun, um online erfolgreich zu sein? Ja, man muss es umfassend machen und man muss es wirklich zu Chefsache machen. Also was nicht funktioniert, einem das lieblos geben, dann kommt halt nichts bei rum. Das sind dann Betriebe, die sagen, ach, haben wir alles schon mal probiert, hat nicht funktioniert. Also man braucht definitiv Profis, entweder extern, so wie wir, oder jemand intern in der Firma, der sich wirklich Vollzeit darum kümmert. Ja? Man kann die dann zum Beispiel an der Rendite beteiligen oder am Umsatz und kann sagen, jeder Auftrag, der kommt, davon kriegst du was ab, damit derjenige auch engagiert ist und motiviert ist. Weil was feststeht, es ist ein 24-Stunden-Job und es ist ein hohes Risiko Richtung Abmahnung. Wenn man mal was falsch macht, dann fällt es halt auch Leuten auf, wird abgemahnt. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt die Chancen und die sind unendlich. Wenn man guckt, dass 4 Stunden der Zeit der Deutsche vor einem Bildschirm verbringt, der internetfähig ist, dann habe ich ihn 4 Stunden nur da. Dann arbeitet er 8 Stunden, schläft 8 Stunden. Das heißt, die Hälfte seiner freien Zeit ist im Internet und genau da müssen sie ihn bekommen. Und dafür müssen sie wirklich überall aufgestellt sein. Ja, völlig egal, ob das YouTube ist, Facebook ist, Instagram ist, gerade Google natürlich auch, da kommen dann einige Netzwerke zusammen. Also umfassend und dann funktioniert es. Welche Trends sehen Sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf die freien Werkstätten zukommen, in diesem Online-Bereich? Ja, die Trends werden sein, dass neue Netzwerke dazukommen, jetzt wie zum Beispiel gerade TikTok. Also Snapchat ist vielleicht ein Begriff. Snapchat war so ein Netzwerk, was aufgekommen ist, wo Instagram Interesse hatte, also der Facebook-Konzern, das zu kaufen. Das hat nicht geklappt. Dann haben sie es halt 1:1 kopiert und quasi damit dem Erdboden gleich gemacht. Aber ein Netzwerk, was jetzt extrem viel Reichweite hat, ist TikTok. Ist extrem positiv, hat auch ein eigenes Schlüsselelement, was alle anderen Netzwerke nicht bieten. Also das ist ein Trend, die sich auf diese neuen Netzwerke vorbereiten, mit den neuen Netzwerken schnell umgehen. Und der Trend, den wir weiter verfolgen müssen, den gibt es schon sehr lange, aber der wird noch nicht so umgesetzt, ist für jedes Netzwerk den richtigen Content bieten. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht einfach einmal ein Video machen und das überall posten. Man muss es dann kürzer schneiden, man muss es mit anderer Musik hinterlegen, ob es jetzt zu YouTube kommt, ob es zu Facebook kommt, bei WhatsApp for Business vielleicht gepostet wird. Ja? Also man muss sich wirklich Gedanken machen, warum ist der Mensch bei YouTube, warum ist er bei WhatsApp, warum ist er bei Facebook und was kann ich mit meinem Content jetzt machen, um ihn da bestmöglich abzuholen. Das ist für mich ein ganz klarer Trend und allumfassend die Mitarbeiter auch in den Unternehmen zu branden. Also Employer Branding, Mitarbeiter Branding, das sollte man auch über die sozialen Netzwerke machen, dass sich alle klar dazu bekennen, bei der Firma zu arbeiten, egal ob man bei Facebook guckt, ob man bei Xing guckt, ob man bei Instagram guckt, dass irgendwo die Firma eine Rolle spielt, weil das zieht dann auch neue Mitarbeiter an. Dann bleiben wir gespannt und vielen Dank für den spannenden Ausblick in die Zukunft. Alles klar, danke, gerne. So, ich habe hier unsere Conti-Überraschungskiste mitgebracht. Da sind einige Produkte und Artikel von uns drin. Wollen wir doch mal gucken, was die Besucher so dazu sagen. Patrick, greif doch mal bitte hier in die Kiste und zieh irgendwas raus. Da. Ja, läuft. Ja, das ist sozusagen der Hauptgewinn. Das ist 1 Million. Ja. Was denkst du, wofür steht diese 1 Million? Tja,
Auf jeden Fall nicht für meine Rente, würde ich sagen. Ja, in dem Fall steht es wirklich für über 1 Million Klicks, die wir auf unserem Social-Media-Kanal schon haben oder auf den diversen Kanälen. Und da würden wir dich einladen, einfach mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Werde ich mir anschauen. Zieh mal irgendwas raus. Okay, weißt du, was es ist? Ja, ein Keilriemen. Keilriemen, ganz genau. Ja, oldschool. Oldschool. Heute wird ja eher der Keilrippenriemen mehr eingebaut, also der Multivi-Riemen. Greifst du da auch auf Continental-Produkte zurück? Ja, aber natürlich. Okay, sehr gut. Das war schon genau die richtige Antwort. Hast du dich dann schon für 5 Jahre Garantie registriert? Nein, das noch nicht. Okay, dann gebe ich dir gleich noch so einen Flyer mit und dann kannst du das gerne ausfüllen. Guckst du dir mal an. Das ist sozusagen unser erweitertes Garantieversprechen direkt für die Werkstatt. Ja. Ah, das ist aber schwer. Okay, ich nehme an, du weißt, was das ist. Eine Wasserpumpe. Genau, das ist eine Wasserpumpe, in diesem Fall für VW. Siehst du vielleicht schon direkt, was das Besondere ist an dieser Pumpe? Die ist über den Zahnriemen angetrieben. Genau, die ist über einen kleinen Zahnriemen angetrieben, nicht über den Hauptriemen. Und das haben wir jetzt neu im Programm. Original ist das Gehäuse aus Kunststoff gefertigt. Mhm. Und wir haben jetzt bei ganz, ganz vielen Produkten Upgrades durchgeführt und bieten Kunststoffgehäuse in Aluminiumguss an. Einfach als Service für die Werkstatt, weil die alten öfters kaputt gehen, gerade bei der Demontage an den Schlauchstellen. Und wir haben jetzt diese direkt mit dem Thermostat, mit Sensorik in Aluminiumguss. Das wollen wir einfach kurz zeigen und so ein bisschen inspirieren, da mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Wenn Mr. ATZ ein Mann wäre, wie würde er wohl aussehen? Boah, Spaßfrage. Eher so wie ich oder wie Superman? Was denken Sie? Nee, wie Superman nicht, aber ich denke mal so von jedem etwas. Also für die allgemeine Bevölkerung, dass jeder ihn, wenn er eine Frage hat, eine Frage stellen kann und er direkt eine Antwort kriegt. Okay. Ganz schlank. Er isst auch gerne Bananen, hat er mir gesagt. Ja, der isst sehr gerne Bananen. Ja. Was ist Mr. Aber ATZ nur, Schokolade dran rum ist. Ja. Also Mr. ATZ isst gerne Bananenschokolade. Ja gut, darauf können wir uns einigen. Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich so wie ich. Also, super Typ. Herr Sternberg, ganz kurz, die App Fabuka. Was kann es, was bringt es? Die App Fabuka ist im Grunde ein digitales Werkstattportal, eine Werkstattplattform ausschließlich für Kfz-Profis. Mhm. Das heißt, bei uns sind über 15.000 wirklich Werkstattprofis, sprich Kfz-Mechaniker, Gesellenmeister etc. Mhm. vertreten und helfen sich gegenseitig beim Lösen von Problemfällen an Autos, an Kundenfahrzeugen. Die Idee dahinter ist, wer ein Problem hat an einem Kundenfahrzeug, was einfach nicht gelöst werden kann, der kann die App öffnen, kann einfach einen Post absetzen, entweder einen Text schreiben oder ein Video, ein kurzes machen. Schon, und danach ist das quasi online bei Fabuka. Dann sehen das prinzipiell alle User, 15.000. Und der Ansatz ist, dass irgendwo in der Republik vielleicht wirklich mal einfach jemand dabei ist, der dieses Problem schon mal hatte oder vielleicht so mindestens einen guten Hinweis geben könnte, weil er ein ähnliches Problem schon mal hatte und dadurch Hilfestellung geben kann. Das ist die Grundidee hinter Fabuka. Ja, also ich persönlich finde, das ist eine super Sache. Vielen Dank für das kurze Statement und weiterhin noch viel Spaß. Mein Name ist Patrick Emphoff. Mein Name ist Oliver vom Autodienst Butzes und Kaschner in Schwerte. Ich bin Patrick Flint. Ja. Wir haben eine kleine Werkstatt in Balve. Herr Dittmar. Ich habe eine eigene Werkstatt in Bochum. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit dem Video. Wie immer freuen wir uns über Likes und Kommentare. Für uns heißt es jetzt Abfahrt aus Dortmund und bis nächstes Jahr.